Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute werde ich dir erzählen, was ich denke, der schnellste Weg für dich als unerfahrener Golfer ist, deinen Golfschwung zu verbessern. Wir werden an dem Bereich treffen und gleich nach dem Treffen arbeiten. Wenn du es schaffen kannst, das zu lernen, was du da im Treffmoment machen solltest und wie du aussehen solltest nach dem Treffen, dann werden die anderen Bereiche automatisch besser werden. Das erste, was du machen solltest, ist ohne Ball einfach normal ausholen und stoppe im Treffmoment. Und was du wahrscheinlich sehen wirst, ist, dass du so aussiehst. Und was ist das? Das ist die Ansprechposition. Man hat leider nichts geändert. Das ist ganz typisch. So, stattdessen gucke, dass du Nummer 1 das Gewicht links hast, dass du die Hüfte so viel öffnest wie möglich, ohne die Schulter zu öffnen. Übrigens ungefähr 70% Gewicht auf dem linken Bein. Und dann schaue auch, dass der Schaft sich leicht nach vorne lehnt. Meine rechte Ferse ist leicht hochgekommen. Das ist eine super Position. Po ist rausgesteckt, Kopf ist vorne. Spüre das. Und dann mach das mehrmals trocken. Und am besten einen Spiegel vor dir haben oder jemand soll dich filmen. Und nachdem du das 10-mal gemacht hast, schlägst du einen Ball und du denkst an nichts. Und dann vom Film musst du gucken, nur wie war ich. Höchstwahrscheinlich wirst du wieder da sein. Und du wirst sehen, wie viel du übertreiben musst, um in diese Position zu kommen. So, wenn du deine Treffmomentposition verbessert hast, ist der nächste Schritt zu gucken, wo du da bist. Gleich nach dem Treffen. So, wieder ohne Ball schwinge. Und was du wahrscheinlich sehen wirst, ist das da. Du siehst, mein Gewicht habe ich leider nicht wirklich verlagert. Geöffnet habe ich die Hüfte auch nicht wirklich. Und der Schlägerkopf hat die Hände überholt. So, was möchtest du lieber haben? Gucke, dass du im Treffmoment da bist. Dass das Gewicht voll links ist. Dass die Hüfte sehr geöffnet sind. Und dass die Arme lang sind. Der Schaft und die Arme bilden eine gerade Linie. Das ist so wichtig. Nur über das kriege ein Gefühl dafür, weil das ist ganz anders zu wo der Schläger meistens ist. Und versuch's wieder mit Ball, ohne zu denken und gucke, ob du es gemacht hast oder nicht. Der letzte Schritt, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, kann man nur von hinten sehen. So von hinten musste ich filmen. Und da musst du schauen beim Abschwingen, dass dein Schläger erstmal oberhalb der Fußlinie ist. Von da den Boden streicheln und gucken, dass der Schaft vor der Fußlinie ist beim Durchschwingen. So schwinge ich leicht von innen nach außen. Und das mehrmals üben, von da nach da. Denk an die langen Arme zum Schluss, das Gewicht, die geöffnete Hüfte. Und dann Schlag mit Ball und wieder, jemand sollte dich filmen. Und der war gut. Okay, so diesen Prozess immer wieder machen, bis du Fortschritte siehst. Und das Schöne ist, du musst dann nur an Treffen denken, an Abschwung denken und nicht alles andere. Und ich denke, das ist gut für deine Entwicklung in dieser Phase deiner Golfkarriere. Danke für das Zugucken. Bitte Daumen hoch. Teilen, wenn du das Video gut fandest und wenn andere davon profitieren könnten. Bis nächste Woche.